Macht es Sinn, seinem E-Bike im Winter einen Pullover anzuziehen? Das möchte ich heute mal wissenschaftlich überprüfen. Und wie ich das mache, dazu mehr nach dem Intro. Herzlich willkommen hier aus dem frostigen Münsterland. Ich bin der Swobo und meine liebe Frau hat mir zu Weihnachten diesen Rahmenschutz für mein E-Bike geschenkt. Genauer gesagt für den Akku. Ist ja ein Lithium-Ionen-Akku. Lithium-Ionen-Akkus, E-Bike-Akkus mögen das ja nicht so gerne, wenn es kalt ist. Dann sind sie genauso wie ich nicht mehr so leistungsbereit. Da wird nur noch eingeschränkt Energie zur Verfügung gestellt. Und darum wird heute mal wissenschaftlich herausgefunden, ob das überhaupt Sinn macht. Fühlt sich der Akku da wirklich wohler, beziehungsweise wird er nicht so kalt, ist ihm da wärmer. Wie möchte ich das herausfinden? Zunächst zeige ich euch mal eben, mit welchem Bike ich hier unterwegs bin und was da sozusagen die Herausforderungen sind an den Rahmenschutz. Ich bin ja heute unterwegs mit meinem KTM Cento 11 Plus und bei dem Cento ist der Akku hier im Unterrohr eingelegt. Hier ist das Akkufach und wenn ich das Fach jetzt hier öffne, seht ihr, dass der Akku ja praktisch in Fahrtrichtung verbaut ist, sprich die kalte Luft gleich beim Fahren, der Wind von vorne sozusagen, geht direkt hier auf das Akkufach, ja nicht direkt auf den Akku. Ich habe ja immer noch hier die Abdeckkappe, das sind so, würde mal sagen, 3 mm Aluminium dazwischen. Und natürlich ist auch in dem Fach ein bisschen Luft zwischen dem Deckel und dem Akku. Luft isoliert ja bekanntlich sehr gut, aber reicht das aus, dass der Fahrtwind nicht direkt auf den Akku wirken kann? Oder hilft der Pulli da wirklich noch mehr, wenn ich den angezogen habe, wenn das Rad den angezogen hat, um den Akku da ein bisschen zu wärmen. Um das Ganze zu überprüfen, habe ich hier mein Grillthermometer verbaut und ich werde jetzt gleich mehrere Fahrten unternehmen damit, um das möglichst fehlerfrei feststellen zu können. Ich habe das Rad jetzt heute Morgen schon nach draußen gestellt, dass der Akku sich ein bisschen an die Umgebungstemperatur gewöhnen kann, also kalt wird, dass ich nicht gleich also nur kontinuierlich fallende Temperaturen habe. Dann kann ich ja nicht überprüfen, ob der Pulli wirklich hilft. Ausgangstemperatur jetzt hier, wir schauen mal nach, 3,4 Grad. Damit starte ich jetzt hier und fahre jetzt mal ein paar Kilometer ohne Akkuschutz. Dann wieder ein paar Kilometer mit Akkuschutz, wieder ohne Akkuschutz, mit Akkuschutz und so weiter. Ich muss mal gucken, wie oft ich das mache, wie sich die Temperatur einfach verändert, ob sie sich überhaupt verändert, ob es auch wärmer wird im Akkufach. Der Akku, wenn man ihn fordert, wenn man Energie entnimmt, wird er ja auch ein bisschen warm. Darum versuche ich gleich mal ein bisschen in Turbo-Modus zu fahren und dann schauen wir mal einfach, was passiert. Mittlerweile bin ich jetzt hier gut 2 Kilometer unterwegs und die Temperatur ist, ich hoffe, man kann das ablesen vom Display, auf 3 Grad, also knapp ein halbes Grad gefallen jetzt hier am Akku. Und ich werde jetzt erstmal weiterfahren, dass ich 5 Kilometer ohne Pulli gefahren bin und die nächsten 5 fahre ich dann mit Pulli. Nach jetzt gut 5 Kilometern seht ihr Temperatur bei 3,1 Grad, ist also wieder ein bisschen gestiegen. Und ich fahre ja in der Fahrstufe Sport und das ist aber ganz angenehm hier. Und versuche konstant 25 km/h zu fahren, damit ich das vergleichen kann nachher halt, dass ich einen Richtwert habe. Und ich denke ja, dass in der Stufe Sport halt mehr Energie entnommen wird, ist ja klar, als in Eco-Modus. Und dementsprechend der Akku von sich aus ein bisschen wärmer wird. Aber das ist jetzt konstant hier, 3,1 Grad nach 5,5 Kilometern. Und da würde ich sagen, halte ich mal an und dann gibt es den warmen Pulli oder halt auch nicht warmen Pulli. Ich hatte den Rahmenschutz ja schon auf meiner letzten Tour am Rad dran. Und da musste ich erstmal vorher den Trinkflaschenhalter abmontieren. Ich habe normalerweise 2 Trinkflaschenhalter dran, weil der ist natürlich dann im Weg. Und das sind so Sachen, da hatte ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber ist ja eigentlich klar, ne? So, jetzt die Jacke hier. Und natürlich mit der warmen Seite, mit der isolierenden Seite nach vorne. Das ist ja mit Klettverschluss relativ einfach. Und das war's schon. Rutscht ein bisschen, aber ich kann es ja noch ein bisschen hier nachjustieren, ein bisschen strammer machen. So.
So sieht das Ganze jetzt in Fahrtrichtung aus. Und so dann halt von oben betrachtet. Das ist nicht unbedingt hübsch. Das würde hübscher aussehen, wenn die Seite oben wäre. Aber dann wird es ja nichts bringen. Ne? Das ist ja nur der Klettverschluss. Das isoliert ja nicht. Würde mal sagen. Weiter geht's. Und auch für mich jetzt schon interessant jetzt hier. Temperatur wieder bei 3,5 Grad. Das heißt, kein Fahrtwind mehr. Und schon ist es auch nicht mehr so kalt im Akkufach. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Kilometer 10, und was ich mit Bestimmtheit schon mal sagen kann, wenn ihr konsequent 10 Kilometer mit 25 km/h bei minus 1 Grad Außentemperatur fahrt, wird es kalt im Gesicht. Das habe ich jetzt schon mal sicher festgestellt. Aber Temperatur am Akku, ich habe es gerade während der Fahrt schon mal kurz gefilmt. Ich hoffe, man kann das sehen hier mit der Action Cam auf diesen Displays hier. Ist ja manchmal nicht so scharf mit der Action Cam. 4,5 Grad, sprich 1,5 Grad Temperatursteigerung im Vergleich jetzt zu ohne Pulli am Rad. Und wenn ich den Test jetzt beenden würde, würde ich sagen, ja, tippitoppi, ne? Kann ich nur empfehlen. Kauft euch so einen Pulli für euren E-Bike-Akku. Aber ich weiß ja nicht, ob es daran liegt, dass der Akku jetzt eine Eigenerwärmung hat oder ob es wirklich daran liegt, dass der Pulli schützt. Temperatur steigt jetzt im Stand nicht weiter. Gerade ohne Pulli hatte ich das. Als ich angehalten war, wurde es wieder ein bisschen wärmer am Akku, als der Fahrtwind weg war. Also Pulli aus, nächsten 5 Kilometer wieder ohne Pulli. Kleines Update jetzt hier bei Kilometer 12,5, also 2,5 Kilometer ohne Jacke. Die Temperatur fällt wieder. 3,3 Grad. Vielleicht bringt der Pulli ja wirklich was. Ja, nach 15 Kilometern, ich habe es euch gerade während der Fahrt gezeigt, der Akku wieder abgekühlt, obwohl, wenn ich jetzt anhalte, direkt hier 3,8 Grad. Das heißt, ich denke mal schon, dass es ein bisschen Wärme entwickelt hat, sich im Akkufach, durch den Akku selber. Dadurch, dass ich die ganze Zeit hier fahre. Aber das machen wir jetzt den Gegenversuch wieder. Ne? Jacke wieder an und dann geht es weiter, 5 Kilometer. Kleines Zwischenfazit bei Kilometer 17,5, wieder 2,5 Kilometer mit Akkuschutz und die Temperatur steigt. Ich hoffe, man kann das sehen jetzt. 4,6 Grad. Tippitoppi. Punktlandung würde ich sagen. Genau 20 Kilometer. Und die 5 Grad habe ich im Akkufach jetzt nicht ganz erreicht. 4,9 sind es. Aber ich finde, jetzt nach der Testfahrt hier, 2x5 Kilometer ohne Pulli, 2x5 Kilometer mit Pulli, ist für mich das Ergebnis doch ziemlich eindeutig. Das Ding bringt was. Es ist deutlich wärmer im Akkufach. Deutlich heißt jetzt, weil bei der zweiten Runde jetzt hier 1 Grad, vorher waren es 1,5 Grad. Also durch die Eigenwärme des Akkus ja definitiv entwickelt. Wenn man dem Energie entnimmt, wenn man viel Energie entnimmt, ich bin ja wie gesagt im Sportmodus gefahren, wird es auch ein bisschen warm im Akkufach. Normalerweise fahre ich so Touren ja nicht im Sportmodus, Eco-Modus, vielleicht mal Tour, wenn eine kleine Steigung kommt. Das heißt,
dann wird der Akku auch gar nicht so warm und dann hilft der Schutz ja wahrscheinlich noch mehr. Ich kann das Ding also nur empfehlen, wenn ihr auch Interesse an so einem Ding habt. Ich habe diesen hier, wie gesagt, geschenkt bekommen. Den Link dazu kostet knapp 20 Euro, das Teil hier in der Videobeschreibung, ist für Rahmenakkus 30 bis 38 cm, den ich jetzt hier habe. Und die gibt es ja auch natürlich für andere Akkutypen. Wenn der Akku hier außen angebracht ist, ist er wahrscheinlich den Umwelteinflüssen noch mehr ausgesetzt. Weiß ich nicht. Habe ich keins, kann ich nicht ausprobieren. Ja, wenn euch mein kleiner Test hier heute gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, kann auch gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr mich nicht mehr so ganz gut verstehen könnt, mein Mund ist ein bisschen eingefroren. Ist doch ganz schön kalt hier. Minus 1 Grad. Heute Morgen zumindest zum Quatschen. Sonst kann man sich ja warm anziehen. Ich sage jedenfalls danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.